So aufgeräumt und unpersönlich sieht die private Wohnung wohl selten aus, oder? Ein Indiz für eine Ferienwohnung. Nicht verboten, aber sie muss registriert sein. Und das sind 90% der Berliner Inserate auf der Buchungsplattform Airbnb nicht, haben RBB-Recherchen ergeben. Die Strafen sind hoch, 500.000 Euro, doch das Risiko offenbar kalkulierbar. Wohnungen sind knapp, und statt sie regulär zu vermieten, spült die Buchung über die Online-Plattform ein Vielfaches ein. Dagegen stemmt sich Berlin mit dem Zweckentfremdungsgesetz. Wenig erfolgreich. Aber jetzt hat Airbnb dem Senat eine Kooperation angeboten. Airbnb zeigt sich plötzlich gesprächsbereit. In einem Brief an die Bausenatorin beteuert das Unternehmen, man sei an einer Kooperation mit dem Land Berlin interessiert. Das ist deshalb beachtlich, weil Bezirke und Senat bislang immer beklagt hatten, die Plattform wolle einfach nicht kooperieren. Vor der Kamera wollen sich die Airbnb-Vertreter in Berlin nicht äußern. In dem Brief wird das Kooperationsangebot so beschrieben. Airbnb würde die Gastgeber direkt auf ein Portal des Landes Berlin weiterleiten, ohne dass ein Datenaustausch zwischen Airbnb und der Stadt nötig ist. Die Bezirksämter hätten Übersicht über die Unterkünfte und deren Gastgeber und dementsprechend auch eine bessere Kontrollmöglichkeit über die Genehmigungspraxis als aktuell. Doch die zuständige Senatsverwaltung hat Zweifel, denn bislang, heißt es, rückt Airbnb selbst bei konkreten Verdachtsfällen keine Daten raus. Auch deshalb bleibt der Staatssekretär für Wohnen Sebastian Scheel skeptisch. Leider sind die Kooperationsangebote, die sogenannten, die Airbnb macht, für das Land Berlin nicht gängig. Also wir werden uns nicht darauf einlassen, mit Airbnb eine gemeinsame Plattform zu gründen. Erstmal haben wir es geschafft, dass wir auf europäischer Ebene die Städte, die besonders betroffen sind von diesem Phänomen, zusammenzuführen, sodass jetzt auch gemeinsam also agiert wird gegenüber der Europäischen Union. Und hier geht es natürlich darum, einen Rechtsraum so zu schaffen, der Airbnb quasi zwingt, auskunftspflichtig zu sein. Berlin will also eine Lösung auf europäischer Ebene oder auf dem Klageweg. Airbnb soll gezwungen werden, Daten an die Bezirke rauszugeben. Das ist für den Senat entscheidend. Doch genau das verweigert Airbnb nach wie vor.